Moin, liebe Live-Gemeinde, zu einer weiteren Mod-Vorstellung mit mir, den King Wappe. Heute stelle ich euch vor den ET Runner 2623 von Biggie. Schauen wir in den Shop. Das gute Stück kostet in der Standardversion 45.000 Euro und 38 Euro am Tag Unterhalt. Wir können die noch eine Anhängerkupplung, natürlich eine Anhängerkupplung wechseln, Standard und Anhänger hinten. Hauptfarbe können wir diverse auswählen. Rad-Setup können wir auch, einfache Straßenräder, Zwillingsstraßenräder und Breitreifen. Ich habe die Breitreifen genommen, geht's gerade. So, Design können wir noch ändern, Riffelblech, Kotflügel oder Kunststoff-Kotflügel. Ja, das war's zum Shop. Schauen wir das gute Stück mal an. Hier ist das gute Stück. Ja, schön, sehr schöne scharfe Textur. Gefällt mir. Gefällt dir das? Ja, es gefällt mir. Hier die Anhängerkupplung. Sind das die Kunststoffteile? Ich kaufe noch mal ein ohne Kunststoffteile. Ein Riffelblech, damit man den direkten Vergleich hat. Ach, hier oben sind das, okay. Das ist Riffelblech. Kotflügel. Na, und hier sind die Kunststoffe. Cool. Ja, schöne Textur. Schöne Armut. Wollen wir mal anhängen? Ah, hier gibt nochmal ein Attaching. So. Können wir den mal runter machen, auch schön animiert. So komme ich da noch hin. So, anhängen. Oh, was macht der denn jetzt? Okay. Das war ein bisschen komisch gerade. Okay, warum legt er den so zur Seite? Das ist komisch. Finde ich komisch, aber vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht, weiß ich ja nicht. Aber sonst, im Groben und Ganzen finde ich, das ist ein sehr schöner Mod. Ist mal ein Zweiachser. Ich hole mal zum Vergleich den Dreiachser daneben. Fast gleich von der Länge, aber ist auch mal schön einen anderen so zu haben. Zweiachser ist auch nicht schlecht. Also ich bin mit den Mod zufrieden, kommt in meinem Mod-Ordner. Wenn ich mal hier in Wechselbrücken arbeite, dann ist das eine gute Sache. Kann ich mal ein Tridem, ein Tandem nehmen. Gefällt mir der Mod. Jo, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine weitere Mod-Vorstellung verpassen wollt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis zur nächsten Mod-Vorstellung. Euer King Wappe. Ciao, ciao.